Liebe Berlinerinnen und Berliner, ich freue mich, Sie heute auf diesem Kanal begrüßen zu dürfen. Leider ist es uns pandemiebedingt nicht möglich, eine größere Veranstaltung zu machen, um Ihnen die Testentwürfe, die nun mal überarbeitet wurden, vorzustellen. Deshalb nutzen wir die Gelegenheit und die Möglichkeiten, die uns die digitale Welt bietet, und wollen mit Ihnen hier auf diesem Kanal in Kontakt treten. Die Situation am Berliner Wohnungsmarkt bleibt angespannt. Auch wenn der Mietendeckel in den letzten Monaten die Angebotsmieten hat etwas reduzieren können, brauchen wir trotzdem weiteren neuen Wohnraum in Berlin. Dazu hat der Senat neben der Ergänzung von bestehenden Quartieren ein Konzept von 16 Stadtquartieren auf den Weg gebracht, und der Blankenburger Süden gehört zu einem der größten Stadtquartiere, die hier neu entstehen sollen. Diese Stadtquartiere haben eine eigene, eine neue Qualität. Sie sollen grün sein, sie sollen die Möglichkeit bieten, Wohnen und Arbeiten zusammenzudenken, und sie sollen vor allen Dingen kurze Wege bieten und sie sollen auch autoarm sein. Insbesondere das Stadtquartier Blankenburger Süden soll eine Verkehrsverbindung haben, die vor allen Dingen getragen wird durch das Rückgrat, nämlich die Tramanbindung an den S-Bahnhof, aber auch Fahrrad- und Fußwegverbindungen sollen dieses Quartier anbinden. Aber es wird weiterhin auch Autoverkehr geben, weshalb die Verkehrserschließung Blankenburg, die durch die Verkehrsverwaltung vorgelegt wurde, auch hier einen der Pfeiler dieses Stadtquartiers bieten wird. In der Auftaktarena im März 2018 sind sehr weitgehende Planungen vorgestellt worden. Wir haben nicht zu Unrecht Widerstand erzeugt und auch viel Kritik einstecken müssen. Wir haben aus diesen Kritiken gelernt und haben den Bereich, auf den wir uns konzentrieren wollen, den sogenannten Fokusraum, reduziert. Und wir reden jetzt vor allen Dingen über das Rieselfeld, den Blankenburger Pflasterweg und das Gewerbegebiet Heinersdorf. Hier wird das neue Stadtquartier entstehen. Und uns ist wichtig, dass die Kritiken, die wir damals auch eingesteckt haben, dass die sich auch widerspiegeln in einer neuen Planung. Hier wollen wir ein urbanes Quartier schaffen. Dieses urbane Quartier soll aber die Qualitäten, die in diesem Raum da sind, nämlich das viele Grün, auch weiterhin aufnehmen. Es soll insofern keine einfache Schlafstadt werden, sondern es soll ein Quartier sein, das für sich lebenswert ist, das für sich auch die Stärke hat, dass es anziehend wirkt, dass Leute auch gerne dort wohnen, leben und eben nicht nur schlafen wollen. Das bedeutet auch, dass wir ein Gewerbeareal mit ausweisen wollen, sodass Wohnen und Arbeiten miteinander gehen kann. Und eins haben wir aber mitbekommen, dass in so einem frühen Stadium auch die Missverständnisse, die hier entstanden sind, dass wir dafür eine Visualisierung brauchen. Wir müssen eine Idee davon entwickeln können, wie kann ein solches Stadtquartier aussehen. Deshalb haben wir schon heute 4 Büros beauftragt, uns mal einen Entwurf zu fassen, eine städtebauliche Figur, einen Städtebau, einen robusten darzustellen, der den Anforderungen der heutigen Zeit gerecht wird. Das heißt, wir müssen mit Klimawandel leben, deswegen braucht es ein ordentliches Regenwassermanagement. Wir müssen natürlich auch autoarm leben und wir müssen auch so etwas wie Kleingärtnern miteinander, Gemeinschaftsgärten, also auch diese Form des Miteinanders in Quartieren mitdenken. Und dementsprechend sind 4 Büros beauftragt worden. Diese 4 Entwürfe, finde ich wunderbar, sind 4 sehr unterschiedliche Entwürfe, liegen mittlerweile vor. Sie sind nochmal überarbeitet worden, nachdem wir sie ja Anfang dieses Jahres zumindest in der Entwurfsfassung vorgestellt hatten, damals noch in Präsenz. Und jetzt geht es darum, einen dieser Entwürfe auszuwählen, dass wir sie als, so ein bisschen als Grundlage nehmen können für die weiteren Planungen. Wir denken, dass wir mit den Entwürfen eine gute Grundlage haben, um mit Ihnen in die Diskussion zu gehen. Und ein weiteres Mal haben Sie ab jetzt die Möglichkeit, sich in diesen Prozess einzubringen und uns mit Ihren Ideen, Anregungen, Kritiken zu bereichern, sodass wir die richtigen Entscheidungen auch treffen können im Sinne unserer Stadt, unserer wunderbaren Stadt, im Sinne dieses Stadtquartiers, was dort entstehen soll, sodass wir dann gemeinsam Gutes schaffen. Insofern wünsche ich uns allen viel Erfolg dabei.